Die ist aber ja noch sehr überschaubar, ne? Ja. Vier feindliche Einheiten, das ist kein Problem. Dann. Könntest jetzt den VIP aufheben, aber da wir so viel Zeit haben. Nö. Versuch die besseren Schuss zu bekommen. Deiner Sniper Laser Pointer Shotgun. Das Ding muss ich mir bei Zeit nochmal angucken. Du lauf mal. Du hast so viel ablative Rüstung, du kannst einfach hinlaufen, oder? Was mit dem Rest? Wo kommt ihr so alle hin? Du könntest bis hier vorne Run and Gun. Wo ist die Tür? Das ist nur ein Feld, die Tür, ne? Ja, dann Run and Gun noch bitte mal. Keiner von dem Overwatch? Ich glaube nicht. Dann bitte da rein. Könntest jetzt die Kryogranate benutzen. Aber hast du eine 32% Chance? Das ist doch erbärmlich. 40%, hier triffst du gar nicht. Betäuben wären 55%. Ja, will auch nix. Gut, nächster. Ja, Julian läuft mal hinterher. Ich hoffe, du weißt, wo ich hin soll. Na, so halb. Bin schon dabei. Boss hat gerade seine Deckung verloren. Oder ihre Deckung verloren. Vorrücken, ohne zu schießen. Das heißt, die haben jetzt eine gute Gelegenheit gleich, uns Schaden zuzufügen. Aber da sollte eigentlich keiner von uns bei sterben. Auch wenn das ohne die ganzen Rüstung. Was habe ich da gemacht? Da haben die alle keine Rüstung an. Vor allem die guten Soldaten keine Rüstung an. Bitte Tötungsbefehl für den, der mich angreift. Raketenwerfer. Nein. Ich sollte weg hier. Oder keine Südenergie plus 1. Oder irgendwas. Also macht gleich gut Schaden. Oh, da ist ein Overwatch. Haben wir ein Shinobi dabei. Oh, warte, da waren gerade Reflexe. Wer hat die Reflexe? Schnelle Reflexe. Ach, du bist. Ah ja, Sultan haben das auch. Ja, dann geh einfach. Dahin. Trefferchance ist nicht vorhanden. Und sie ein kleines bisschen angranadieren, aber nee. Wir machen lieber richtiges Angranadieren. Mit einer Rakete. Ich denke mal, du bist gleich auch weg. Ich habe schon fast wieder den Fehler gemacht, mich da hinzustellen. Hätten wir ihn aber nicht gesehen. Direkt vor uns ist. Das ist XCOM 2 Logik. Nochmal? Ja, okay. So, du könntest noch hacken, zielen oder Truppenzielhilfe, nö. Ich hack nur, wenn da irgendwas bei rumkommt, das man auch nach der Mission noch gebrauchen kann. Wo war eigentlich die Extraction Point da hinten? Ganz schön weiter hinten. Deswegen also die 20 plus Rundenzeit, ha? Ja, lauf mal da ins VIP.
Bin der dabei. Rest orientiert sich ein wenig Richtung Norden. Tut's mit. Und auf die Verstärkung, die gleich kommt. Stampf, stampf, stampf. Nachladesequenz. Ist immer noch gelb, ist alles gut. Schnapp. VIP lokalisiert. Okay, dann geh doch mal mit der VIP da rein. Verstanden! Ist dann falsch? Nee. Diese Einheit ist einfach verdammt schnell. So, Loot nehmen wir auf jeden Fall mit, ja. Auch wenn er dadurch ein bisschen hinterherhängt. Ein stinknormaler Schalldämpfer. Davon haben wir schon genug auf Schrotflinten drauf. Wir brauchen eine. Okay. Können wir auf dem Schwarzmarkt verkaufen, wenn die dann irgendwann mal scharf auf Schalldämpfer sind. Rücke aus! Salty kann auch hinterher sprinten. Damit sind wir schon durch, ne? Jo. Versteckung ist immer noch gelb, also haben wir immer noch Zeit. Ich bin wie eine Gazelle. Crunch. Boah. Keinerlei Feindkontakte. Wir können bis zum Parkplatz durchlaufen. Ohne auf Deckung zu achten und ähnliches. Wobei, der mit dem WMP vielleicht, falls wir doch noch über den Trupp stoßen. Bin unterwegs. Julian. Solid copy. Wer fehlt? Keiner fehlt. Immer noch Geld. Immer noch genug Zeit. Aber ich denke mal, ich fange jetzt trotzdem an, da wir noch 16 Runden Zeit haben. Ich muss ja wohl zustimmen. Mit ein paar Leuten um Orange zu gehen. Es klang gerade gar nicht so sarkastisch, aber ich bin mir relativ sicher, dass es sarkastisch gemeint war. Mit dem sowas von Wachsamen. Weil ich meine, er ist ein Bot. Theoretisch ist er immer 100% wachsam. Ja, und kann sich im Gegensatz zu einem Menschen auch nicht wirklich ablenken lassen. Kommt halt die Programmierung drauf an, aber eigentlich nicht, oder? Los, los, los! Nee, bleib mal lieber hier mittig. Genug gewartet. Miete Feuerschutz. Heading out! Moving to Overwatch. Immer noch gelb. Warum bist du wach? Was geht hier vor? Du hältst deinen Arm hoch und kuschelst mit der da. Beweg dich bitte mal. Was passiert dann? Positiv. Dann ist sie wieder auf der Schulter. Okay. Sie wollte wohl nur kurz mal runter, weil es irgendwie unangenehm war. So, kein Feindkontakt, keine Verstärkung in der nächsten Runde. Wir haben die Mission aus dem Sack. Das heißt, wir haben alles erledigt. Wir haben den Schädelstecker benutzt. Wir haben den neuen Feind ohne größere Probleme besiegen können. Keine Verluste, kein gar nichts. Was ist mit dir? Schon dabei. Aber Central wird zufrieden sein, das ist das Wichtigste. Der wird sonst immer so zickig. Sind aktiv. Got it covered. Das sollte wieder die letzte Einheit. Und springt's auf Rot. Nö. Steht zwar immer noch bevorstehend, aber ja, steht da schon seit einiger Zeit. Kein Problem. So, weg mit euch. VIP in Sicherheit und bereit für Evakuierung. VIP ist in Sicherheit. Alle diese Runden noch dahin? Nein. Okay, dann. Legen wir endlich los. Vorrücken mit Overwatch. Schon gut. Absolutely. Körperliche Anstrengung. Wie altmodisch. Feuerschutz. Das kann doch ein Geschütz sein. Overwatch.
Immer noch gelb, immer noch bevorstehend, aber das ist uns jetzt egal. Wir hauen einfach alle ab. Vater hat sich selbst übertroffen, oder? Rocco. Okay, ein... Nein! Da ist gar kein Evac-Feld. Na gut, das war alles geplant. Chefboss verlässt natürlich als letztes das Feld. Das war alles abgemacht und so. Sollte okay sein. I'm going. They're bringing in reinforcements. Ja, jetzt kommt die Verstärkung. Jetzt komme ich. Nee, jetzt gehst du. Gehen wir. Zack. Minus 1-5, ja. Status bestätigt. Makellos. Mission erfüllt. Also makellos plus optionale Missionsgedingse. Also, dass wir die nicht töten, sondern gefangen nehmen. Plus noch optional den Schiedelstecker benutzen und den Codex vernichten. Hammer. Tschüss. Da kannst du ganz zufrieden grinsen, richtig. Könnte dann auch ein bisschen was an Beförderung geben, oder? Also ich weiß nicht, ob diese optionalen Sachen auch immer gleich Bonus-Exp für alle bedeutet. Aber kann ich mir vorstellen. Weil auch wenn wir die Mission machen ohne Verluste und ohne Verletzung, gibt es glaube ich auch noch Bonus-Exp für alle. Und, ne? Weil Julian wird langsam ein richtiges Tier, was die Perks angeht. Da bin ich echt gespannt, wie die letzten aussehen. Wir haben einen Schlangenmann, einen Roboter, eine Lady mit einer Schädelmaske. Fast alle ohne Rüstung hier. Und Chefboss mit der Atemmaske. Das ist ein sehr wilder Haufen, das kann man schon sagen. Und sie, als Soldatin und Schützin, trägt eine Sonnenbrille. Mhm. Bei Nachteinsatz. Oh, es war kein Nachteinsatz, oder? Aber sie würde die Sonnenbrille auch tragen bei einem Nachteinsatz. Sehr, sehr komischer Haufen. Aber komm, verhexter Becher ist durch. Ich würde gerne meine Erfahrungspunkte sehen. Und mein Loot und die Reaktion von Shen und Taigen, was jetzt Codex und Schädelstecker angeht. Spiel. Ah, danke. Haben die Aliens keine Chance, Commander. Also, Chefboss hat eine Beförderung bekommen. Der Wirkungsbereich deiner Granaten wird um ein Geländefeld vergrößert, das ist sehr gut. Du kannst Granaten um zwei Felder weiter werfen oder abfeuern. Ja. Das Abfeuern oder Werfen von Granaten, der Einsatz schwerer Waffen und des Handschuh-Raketenwerfers als erste Aktion beendet deine Runde nicht. Das heißt, sie könnte zweimal Granaten werfen. Ich denke, ich nehme das. Das ist extrem mächtig. Keine weitere Beförderung, aber das ist okay. Die sind alle schon ziemlich hoch. Naja. Commander, bitte danken Sie Ihren Truppen für die schwierige Erlangung des Codex-Hirns. Wir beginnen so bald wie möglich mit der Arbeit daran. Gut, also Codex-Hirn haben wir. Wir haben einen Schalldämpfer. Und wir haben sie, warum auch immer es jetzt ein Vorteil ist, sie zu haben. Kriegen wir dadurch extra Informationen, oder? Alien-Verschlüsselung. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Verschlüsselungsmethoden, auf die wir bei irdischen Datenspeichern treffen, scheinen die Aliens eine fortschrittliche Matrix aus Maschinen- und biologischen Verschlüsselungsverfahren in Kombination mit psionischen Interferenzen zu verwenden. Die Vorstellung, die komplexesten Pläne der Aliens aufzudecken, ist gleichermaßen faszinierend wie furchteinflößend. Das jetzt als Reaktion auf den erfolgreichen Einsatz des Schädelsteckers. Neues Ziel hinzugefügt. Ja, das müssten wir untersuchen. Die Aliens nutzen eine Verschlüsselung, die wir noch nie gesehen haben, geschweige denn verstehen. Wir müssen den Code irgendwie knacken. Aber das wird wohl eine Weile dauern.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon so früh sollten. Ihr Vater wäre stolz auf das, was wir hier geleistet haben. Was Sie aus diesem Schiff gemacht haben. Ich wünschte nur, er hätte noch erleben können, wie wir zurückschlagen. Dass es nicht umsonst war. Glauben Sie mir, er wusste es. Ihr Vater hatte unerschütterliches Vertrauen in die Menschheit. Er wusste, dass wir diesen Krieg gewinnen können. So, Grundlagen... Was? Grundlagenforschung ist gerade am Laufen. Mobile Rüstung. Lückenhafte Aufzeichnungen aus dem zerstörten Hauptgebiet im X-Quartier weisen auf einen frühen Prototypen einer leichten Kletterhakenrüstung hin, die nie umgesetzt wurde. Mit unserem Wissen über die Materialien der Aliens können wir das Konzept leicht wiederbeleben. Vielleicht wiederbeleben. Warum haben wir das jetzt bekommen? Magnetwaffen. Ah. Eine tiefgreifende Analyse der Adventwaffen wird unser Verständnis ihrer Magnetwaffensysteme zweifellos verbessern. Dies sollte die Herstellung von Magnetwaffen jeglicher Art ermöglichen und zu weiteren Erkenntnissen auf dem Gebiet der Gauss-Waffen führen. Die beiden Sachen hatten wir vorher nicht. Also kamen sie jetzt auch durch den Schädelstecker? Ja, und das hat halt Priorität. Das Knacken. Wir sind momentan aber gerade bei der Grundlagenforschung dabei und die... Ja, 11 Tage. Die lasse ich mal durchlaufen, damit alle subsequenten, also nachfolgenden Forschungen schneller durchlaufen. Das müsste sich gerade bei Magnetwaffen und folgenden Forschungen auszahlen. Weil die werden immer länger dauern. Also das geht weiter zu Ende. Dann haben wir auch ein bisschen was an Vorräten bekommen. Haben wir genug, für Sie tun, Commander? Um die Rüstung für Julian zu bauen oder den Bot? Da wären 40 Vorräte. Herstellen und Panzerbit. Das verbesserte gepanzerte Modul steigert das Schadens- und Heilpotenzial der Bit-Drohne. Die haben wir bisher noch gar nicht wirklich genutzt, die Bit-Drohne von Julian, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass die anderen Sparks auch unterschiedliche Klassen vielleicht haben und dann aller Spezialist ihn losschicken zum Heilen oder Elektroschocken und was auch immer. Aber Julian hat das Ding noch nicht eingesetzt. Ich glaube einmal zum Hacken oder so war es dann auch. Bau trotzdem mal. Gucken wir uns jetzt mal an. Also Julian, können wir dich mal kurz stören? So, Essen bekommst du jetzt da was Besseres. Du hast momentan 12, 12, 80. Oh. 3 Punkte mehr Gesundheit, 1 mehr Mobilität und 1 Rüstungspunkt. Hi! Was? Du siehst irgendwie nackig aus. Ja, okay, dein Kopf passt jetzt nicht mehr zu deinem Körper und das müssen wir uns gleich genauer angucken, ob wir da noch irgendwas umändern können. Da war nix. Bit. Okay, ganz viel Text, der von einem Arm blockiert wird. Die Bit-Drohne bleitet den Spark und kann Protokolle ausführen, um Verbündete zu helfen, elektronische Ziele zu hacken oder Feinden Schaden zuzufügen. Die Bit-Drohne wird von Feinden in der Regel nicht bemerkt und kann keinen Schaden erleiden oder zerstört werden. Warum haben wir denn einen Panzer-Bit geholt? Wenn ihr Benutzer kampfunfähig ist oder getötet wird, schaltet sie sich ab. Ja gut. Panzer-Bit. Der Kanone da und das war's. So, ja, bitte hier Rüstung. Körper. Ja, das sieht schon mal. Sieht aus wie ein Sixpack. Ist sehr verstörend. Ja, nimm lieber das da. So. Arme. Oh, die sind schulterpanzriger und höher. Beine. Beine. Das ist ziemlich egal. Ja. Kann man den Kopf ändern? Ich glaube nicht. Doch.
Kopf. Okay, wir können definitiv mehr Köpfe ändern. Weil der Kopf passt leider nicht mehr so zur restlichen Rüstung. Das war das Originalding. Ja, nee. Plattenhelm 2. Sieht aus, wenn eine Kamera oben drauf geploppt worden wäre. Ja, die passt eher zu der neuen Rüstung. Die Waffe passt jetzt nicht mehr, weil da bräuchten wir eh bald mal was Neues. Läuft schon recht lange mit der da rum. Können wir irgendwas bei dir machen? Das sind nur die Perks. Nö. Sollte soweit okay sein. Raus, 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 raus. Und jetzt haben wir die Soldaten alle wieder zur Verfügung. Das heißt, wir können die nächste Mission, die aufploppt, die auch einigermaßen lohnend klingt, mal angehen und noch gucken, ob wir den Panzerbit irgendwie im Einsatz wirklich hinbekommen, weil ich habe bei Julian da keine Fähigkeiten bisher gesehen.